Als ich das Motto Ihrer Tagung las, Natur, Äquivalent, Chemie, dachte ich, Mensch, da passt doch von meiner Doktorandin Eleni Dautzali genau der Vortrag über die Autoabgaskatalyse. Was glauben Sie, wenn ich in Indonesien und Afrika bin, wie die uns sagen, Mensch, schickt uns den Katalysator. Unsere Luft ist so schlecht in Bandung, wo ich oft bin, in Malang, in Jakarta, da können Sie die Luft schneiden und die warten auf den Katalysator. Ich musste immer sagen, die Platinkristalle sind zu teuer, die wir brauchen für einen Katalysator. Aber seit einiger Zeit haben wir ein Mazda-Patent, zeige ich Ihnen am Schluss, mit Nanoplatin-Clustern. Die Oberfläche ist noch größer, der Materialaufwand ist noch kleiner. Genau was der Kollege vorhin erläuterte, je kleiner die Partikel, die Nanopartikel, desto größer die Oberfläche. Ja, Eleni ist nach ihrer Promotion, weil sie Griechin ist, nach Griechenland zurückgegangen. Sie ist in der deutschen Schule Athen, da ist das Mädchen. Sie kam als Diplomchemikerin mit Nanopatent aus der Uni Dresden und hat Griechenland gern wiedersehen wollen. Sie heiratet auch den nächsten Sommer, wir sind auch dabei, okay. Und ist an der deutschen Schule, wo sie Deutsch und Griechisch unterrichten kann, die Chemie. Und sie hat im Wesentlichen diesen Gedanken ausbaldobert. Ich will nur kurz sagen, wie ich meine Didaktik verstehe, weil ein Teil des Vortrages über Strukturfragen geht. Ich habe meine Didaktikvorlesung durch so ein, durch so eine Torte aufgebaut und mache 2 Wochen über Schülervorstellungen, 2 Wochen über Experimente, über Modelle, über Fachsprache, Symbole und arbeite diese Tortenstücke in der Vorlesung ab. Und ein wichtiger Teil war mir immer Modelle, Modellvorstellungen. Ich habe in meiner Habilitation schon 1986 gesagt, wenn wir direkt von den Substanzen immer auf die Formel übergehen, von der Reaktion sofort auf die Reaktionsgleichung, dann kann der Schüler sie nur auswendig lernen. Wir müssen ihm, sagen wir mal, die Kochsalzstruktur zeigen, ein Modell bauen mit großen, kleinen Kugeln, um zu sagen, dafür können wir Na plus X, Cl minus X schreiben oder wenn wir nur so ein Ionenpaar nehmen, Na plus Cl minus, aber bitte nicht nur NaCl, dann haben wir wieder das Molekül. Fragen Sie mal weltweit, Fehlvorstellungen, dann haben Sie Na-Cl-Moleküle. Und habe behauptet, man muss die Modelle der kleinsten Einheiten der Moleküle oder Gitterausschnitte zur Sprache bringen. Man muss Strukturmodelle der Stoffe vor und nach der Reaktion unterrichten. Dann kriegt man die Schüler und beispielsweise bei der Neutralisation habe ich gemerkt, wenn ich diese Zeichnung nehme, dann versteht mein Lehramtsstudent auch in der Prüfung nach 8 Semestern Studium, dass die Zahl der Ionen hier im Modell 4 bei der Neutralisation nicht verändert wird. Es bleibt 4 Ionen, nur es werden die H3O-Ionen durch Na-Plus-Ionen ersetzt und deshalb geht die Leitfähigkeit runter. Sonst kamen die Studenten immer und haben gesagt, aus 8 Ionen werden 4 Ionen, also wird die Leitfähigkeit kleiner. Nur ein Beispiel, wie man strukturorientiert unterrichten und dann ein besseres Verständnis erfinden kann. Dann kam ja Johnson 2000 dazu, der dieses berühmte Dreieck gemacht hat. Das hat vorhin schon jemand gesagt. Auch er behauptet, gleich von der Makro- auf die Symbolebene zu gehen, ist schlecht. Der Schüler kann nur auswendig lernen. Gucken Sie mal nach Afrika, nach Indonesien. Die Schüler lernen auswendig und wer am besten auswendig lernen kann, hat eine 1. Man testet nicht deren Chemieverständnis und fragen Sie nicht nach den Dozenten, wo es auch schwierig ist. Und wir machen dauernd Fortbildung jetzt in Tansania, damit über die Submikroebene, über Modelle von Ionengittern, über Modelle von Atomgittern bei Metall und Legierung, das Verständnis für die Gitter auch da ist und nicht nur die Moleküle gefördert werden. Alle Welt macht Moleküle, ist klar, haben wir alle im Baukasten, aber die Gitter, ich sehe gerade Peter Haupt, mit der einer der ersten Kämpfer damit, die Gitter mal zusammenkleben und zu zeigen, die Kupferatome ordnen sich an wie die Apfelsinen beim Apfelsinenhändler, wenn er ganz eng schichten will. Das ist so einfach, dass man erst die Submikroebene nimmt und dann die Formeln drunter schreibt. Und das kommt nachher ganz kurz auch für die Gleichung der Abgaskatalyse. Ah ja, ich habe da noch ein Periodensystem ins Spiel gebracht oder die Kollegen haben das gemacht und haben das jetzt zum Runterladen über www.chemischdenken.de auch Ihnen zur Verfügung gestellt. Sie können übrigens solche Exemplare auch in der Posterausstellung sehen, wo endlich mal die Ionen mit dabei sind. Nicht nur die Atome sind Bausteine der Materie, auch die Ionen. Und aus Atomen und Ionen können Sie alles zusammenbauen. Aus Na-Plus-Ionen, Chlorid-Ionen zum Beispiel den Kochsalzkristall
um nicht wieder mit Atomen an der Stelle zu. Sie sehen, dass das Wasserstoffatom hier oben in der Gruppe der Halogene hängt. Es würde sowieso überall falsch hängen. Aber hier ist es als Nichtmetallatom auf der rechten Seite. Und Nichtmetallatome auf der rechten Seite kombinieren sich zu den üblichen Molekülen und die können sie wieder kombinieren zu größeren Verbänden. Aber die Ionen links und Ionen rechts können dann optisch, visuell kombiniert werden, ohne dass sie das Atommodell brauchen. Die Schüler haben nie danach gefragt in Klasse 8, warum ist das Calciumion 2 plus, warum das Aluminium 3 plus. Nehmen die hin, gucken die nach, die können es für jeden Test und jede Arbeit nehmen. Auch meine Studenten sind froh, wenn sie in der Klausur das Ding hinten drauf haben auf den Aufgaben. Darum soll es aber heute nicht gehen. Heute geht es um eine Sache, die auch die Eleni damals gedacht hat, wenn sie das Dreieck nimmt vom Johnston, schreibt sie Nano dazwischen. Dann hat sie, ich habe gefragt, wo schreiben wir es hin, in die Mitte? Nein, wir schreiben es mehr unten, weil es fast submikroskopisch ist, fast nicht mehr zu sehen ist. Und haben das Dreieck insofern erweitert, dass wir sagen können, was sind Nanopartikel? Zum Beispiel hat man sehr schön stöchiometrisch Goldcluster herstellen können. Es gibt ganz spezifische AU12 und AU55 Cluster, die können Sie ganz gezielt zusammenbauen und damit sehen Sie zwischen einem Atom und irgendeinem irgendeinem Goldring haben Sie die Nanoebene. Völlig neu seit 1980, als die ersten Nanogeschichten aufkamen. Natürlich alt, wenn man an die Kolloide denkt, die waren immer schon in der Größenordnung. Und darüber kann ja der Schüler was erfahren. Und die Eleni, ich habe ihr gesagt, wir können bestimmt kein neues Kapitel Nanochemie im Unterricht einführen. Wir müssen eher streichen, als was Neues einführen. Aber wir können den alten Autoabgaskatalysator nehmen und das neue Patent, was sie mitbrachte, können wir nehmen, um zu sagen, Platinatome können sich so anordnen, dass sie solche Platincluster bilden und dann für die Abgaskatalyse was tun. Das zeige ich Ihnen gleich. Davor noch ganz kurz, wie klein die sind, wenn man das veranschaulichen will, kann man das etwa so tun. Was ist ein Milliardstel Meter? 10 hoch minus 9 Meter können Sie die Haselnuss und die Erde vergleichen. Man hat sich festgelegt, dass Nanostrukturen dann so heißen, wenn sie mindestens in einer Ebene im Bereich von 1 bis 100 Nanometer liegen. Wenn gerade der Kollege sagte, die Eisenpartikel sind 20 Nanometer große Partikel, dann sind es eben Nanopartikel zwischen 1 und 100. Und da haben wir eben die Fullerenmoleküle, die Röhren, wo eben der Durchmesser unter 100 Nanometern liegt. Oder wir haben solche C-Schichten oder wir haben Nanopulver. Das alles sind spezielle Dinge. Man kann vielleicht, hier ist auch noch eine spezielle Abbildung aus der neuen Nachrichtenzeitung, dass man hier arbeitet mit PT76 bis 80, CU24 bis 20, also mit kleinsten Partikeln, die Platin-Kupfer-Legierungen sind, können wir nicht mehr sagen. Wir sind eigentlich immer auf der Teilchenebene und nie mehr auf der Stoffebene, weil wir den Stoff nicht greifen können, nicht beschreiben können, sondern nur messen können. Und wie wir das messen, kann ich am Schluss auch noch kurz zeigen. Sie sehen, um solche Dinge geht es. Wie verhalten sich in Abhängigkeit von der Temperatur die Gitterparameter solcher Einheiten? Aber das wäre für den Schüler zu viel. Das wollen wir eben nicht aufdrücken. Wir können zeigen, dass man schon früh wusste, die im alten Rom oder im Mittelalter wusste man, wenn du Gold ganz fein mischt, in Farben hineinmischt, dann kriegst du solche Rottöne. Das Rote sind die Goldtöne, das Gelbe sind die Silbertöne. Ohne es so zu nennen, hat man schon Gold-Nanoparticles und Silber-Nanoparticles gehabt. Eine Abbildung wahrscheinlich aus irgendeiner amerikanischen Zeitung. Was wir am einfachsten zeigen können, und der Kollege Heinzerling, der hatte mal eine schöne Jacke mitgebracht und hat einen Löffel Honig auf die weiße Jacke getan. Der Honig lief einfach runter. Und es war nichts verschmiert und nichts verdreckt. Die Lotuspflanze hat eine nanostrukturierte Oberfläche und auf dieser Oberfläche rollen sich alle Wassertropfen zu Kugeln und rollen runter. Das Lotusblatt ist immer sauber. Und jetzt machen wir inzwischen Fassadenfarben, Graffiti, vermeidende Farben für Häuser
Und wenn auch Schmutz auf der Scheibe ist, dann nehmen die Wassertropfen den Schmutz mit. So eine Scheibe reinigt sich selbst. Es gibt die ersten Scheiben. Neulich habe ich so eine Wattabtrennung gekauft. Da fragte der Verkäufer, wollen Sie Nano beschichtet haben oder nicht? Ich sage, oh, mache gerade einen Vortrag, beschichten Sie mal. 50 Euro mehr. Ne? Aber es läuft alles runter, es wird nicht dreckig. Muss meine Frau fragen, vielleicht mache ich nicht immer sauber. Aber es ist schon was anderes, wenn Sie ein Auto haben, was Nano strukturierten Lack hat, da läuft aller Dreck drauf runter. Und dann haben die Kleidungsexperten das gemerkt und haben Nano strukturierte Textilien gemacht. Hier so ein Beispiel aus Schiller Technologies. Und am Auto können Sie also heute 25 Dinge, kratzfeste Lacke, schmutzabweisende Oberflächen, Nanopartikel für bessere Haftung, können Sie alles Mögliche finden. Und was Sie auch finden können, einen wirksamen Katalysator, der hier irgendwo mittendrin ist. Und damit komme ich zu meinem eigentlichen Thema. Und hier der didaktische Teil des Vortrages, was kann man jetzt für den Chemieunterricht machen in Verbindung von Katalysator und Nanochemie? Damit kann ich vielleicht, was auch eine empirische Untersuchung der LNI war, sagen, wenn man den Schüler einfach so fragt, was tut denn wohl der Katalysator im Auto, dann kommen zu 90% die Antworten, der speichert die Gase, frage mich, wo der Tank dafür ist, dass viel Abgas gespeichert wird. Der filtert die Gase. Das sind alles die anschaulichen Dinge, die der Schüler kennt. Filterkaffee, Filterzigarette. Natürlich denkt er mehr an Filtern als an chemisch Umwandeln. Und damit würden wir das Ding, in jedem Schulbuch ist es, glaube ich, abgebildet, nicht nur in der Abbildung zeigen, sondern ihm auch die Funktion erläutern. Und LNI hat dann direkt von der Firma Mercedes ein solches Teil erworben, 1.500 Euro sonst. Sie sehen, es ist einfach ein Kanalgeflecht, wo Sie ohne Hindernis durchblasen können. Das Abgas läuft da durch, allerdings muss das Ding 400 Grad heiß sein. Dann funktioniert der Katalysator, genau wie ich es Ihnen gleich im Modell zeigen will. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen wollen oder nachher sich angucken wollen. Das ist ein Katalysator, den wir hier abgesägt haben. Nicht? Und ich will Ihnen an einem Stück Katalysator, das hier irgendwo mal dran war, Sie sehen, es fehlen noch andere Stücke, zeigen, wie er mit Wasserstoff reagiert. Fangen wir von vorne an. Was ist der erste Gedanke? Die Platin-Katalysatorforschung, die fing im Grunde mit Jena an. Was ja ein bisschen mein Moderator vergessen hat, ich war 4 Jahre in Jena an der Uni, habe viel von Döbereiner gehört, Sie kennen Döbereiners Triaden wahrscheinlich. Ich weiß nur nicht, ob Sie wissen, dass der Herr Döbereiner sich mal vom Goethe, seinem Minister, ein Stück Platin wünschte. Und als die Zarin Katharina oder der Gesandte mal am Hof war und seine Schatulle öffnete, hat er gesucht, hat ein taubenei großes Platinstück gefunden. Das war der Beginn der Platinforschung. Und er hat zeigen können, heute haben wir hier aus dem Lebensmittelhandel Platinkristalle auf Quarzglaswolle, können wir schon mal zeigen, was Döbereiner gefunden hat. Wenn ich einen ganz kleinen Strom-Wasserstoff gegenleite, entzündet sich der Wasserstoff. Nochmal. Die Flasche röhrt so, wenn man sie etwas weiter aufdreht. Ja, willst du die Kamera zeigen? Ja, ohne Feuer, ohne eine Feuerquelle zu haben. Entzündet sich Wasserstoff an den Platinkristallen auf der Quarzwolle und er hat dann ein schönes Feuerzeug entwickelt, das weltweit dann in Anwendung kam. Er hat auf alle Tantiemen verzichtet, weil er meinte, als Wissenschaftler muss ich davon nichts abkriegen. Das soll jeder sich bauen. In England waren die also zu Hunderttausenden dann verbreitet. Wenn Sie zum Beispiel, und das ist die nächste, nee, das ist ja diese Folie, so einen Innenkegel haben im Glas,
Mantel, dann kann man gut sehen, dass dieser Innenmantel die Schwefelsäure zunächst forthält, weil der Wasserstoff die Schwefelsäure nach unten wegdrückt. Das ist jetzt der Zustand des Geräts. Wenn ich jetzt das Ventil hier oben öffne, dann strömt Wasserstoff gegen eine solche Platinwolle, entzündet sich und der Zigarettenraucher muss nur noch von der Flamme sich einen Holzspan nehmen, und, um das zum Mund zu führen. Ich hoffe, es lässt sich nicht oft machen, weil es lange dauert, ehe sich der Wasserstoff wieder entwickelt. Ich drücke jetzt mal und gucke, ob der Wasserstoff rauskommt. Schade, er sollte sich so entzünden wie eben gesehen. Ich warte nochmal. Sie können jetzt sehen, wie die Entwicklung des Wasserstoffs die Schwefelsäure wegdrückt und dann die Zinkportionen da wieder frei hängen. Ich denke mal, die Öffnung, die funktioniert. Aber das Ding ist hier ein bisschen weit weg. Ich nehme gleich nochmal das, was eben funktioniert hat. Das ist da vielleicht schon zu lange drin, denn die äußeren Spurengase in der Luft sammeln sich natürlich auch auf der Platinoberfläche. Der Platinkatalyt kann auch vergiftet werden. Ja, das war ein historisches Dingen, wo wir schon die Platinkatalyse hatten. Und das haben jetzt unsere Chemiker, und deshalb der Kongress Natur gleich Chemie, unsere Chemiker haben die Idee gehabt, diese Platinkatalyse zu nehmen, um unser Abgas von Kohlenmonoxid zu befreien, von Stickstoffdioxiden zu befreien, und haben das mithilfe der Lambda-Sonde und vielen Zusatzüberlegungen so gut geschafft, dass ich Ihnen das jetzt folgendermaßen zeigen kann. Ich habe hier einen solchen Modellkatalysator und ich habe aus meinem guten Auto vorhin eine Probe Abgas mitgebracht. Keine Angst, sind nur 3% Kohlenmonoxid. Denn ich habe zwar ein Auto mit Katalysator, aber wenn man den Motor kalt startet, dann kommt die alte Brühe wie immer aus dem Motor raus. Und ich zeige Ihnen das mal, welchen Monoxidgehalt wir haben. Das sind solche Prüfröhrchen von Dräger, nicht ganz billig. Wenn Sie eine Packung kaufen, sind es 50 Euro los. Die sind abgeschmolzen oben und unten, enthalten ein Iodat, das zu Jod oxidiert wird, reduziert wird und dann sich braun zeigt auf der Oberfläche. Ich hoffe, ich kann es Ihnen sofort demonstrieren. Ich säge die Ampullenabschmelzung ab, habe jetzt zwei Öffnungen und meine Trägerpumpe, meine Gasspürpumpe nehme ich und führe so den Pfeil nach vorne in die Öffnung ein und kann jetzt irgendwo hier rein pieksen und drücke einmal, das ist zur Normung, und ja, jetzt sehen Sie es auch, und habe, wenn alles Gas durchgelaufen ist, von Firma Dräger so genormt, kann ich ablesen, dass 2% Kohlenmonoxid da sind. Sehen Sie, gegenüber der unbehandelten, dem unbehandelten Röhrchen, dass diese braune Färbung jetzt auftritt. Augenblick, muss ich es so zeigen. Ja, erst war alles weiß, jetzt haben wir das Kohlenmonoxid. Das sind diese 2, 3, 4%, mit denen wir in den 50er, 60er Jahren leben mussten auf jeder Straßenkreuzung, und heute ist das in Deutschland vorbei. Und wenn ich jetzt dieses selbe Gas nehme und hier in den Kolbenprober fülle, soll ich es mit dem machen, oder ich habe es vorhin aus der anderen Tüte genommen, es ist dieselbe Marge Gas, und über den Katalysator leite, der muss so 300, 400 Grad haben, und ich leite es langsam rüber, dann kann es schneller reagieren. Sie ahnen, das Abgas des Autos geht ja relativ schnell durch diese Röhren, aber Sie sehen ja auch, wie aufgeweitet das Rohr ist, wie viel Platz da ist, um alles Gas durch ganz enge Washcoat-Röhren
Aluminiumoxid im Wesentlichen zu leiten, auf dessen Oberfläche Platinkristalle sitzen oder saßen. Wir kommen gleich zur Frage der Nanopartikel. Ja, nach allen Erfahrungen dürfte das reichen. Bitte? Ja, noch 20 Milliliter habe ich. Passt gerade so, dass ich jetzt das erhitzte Gas, ja, das ist richtig, es ist ja die Ausdehnung in der Hitze, die man hier so ein bisschen beachten muss, dass einem da nichts rausfällt. Ich schließe hier mal ab, nehme raus. Und prüfe erneut. Ja, das ist irgendein schwacher Kolbenprober, knackt da an der Stelle dann mal. Ich habe hier noch ein Stück Schlauch. Nehme jetzt extra für Sie, damit Sie überzeugt sind, ein neues Röhrchen. Sie können das alte natürlich nehmen und gucken, ob es weiterhin. Bitte? Die Säge ist hier auch nichts mehr wert. Das ist schon zu alt, das ganze Gerät. Habe das Prüfröhrchen wieder in meinem Prüfer. Schließe an. Öffne den Kolbenprober. Und mache das Gleiche, ich drücke wieder einmal und sauge einmal Gas auf. Sie sehen, wie der Kolbenprober ruckweise nach innen geht. Und Sie sehen einen Hauch. Ja, ich hätte noch dreimal mehr durchjagen müssen. Aber Sie sehen im Unterschied, dass hier nur noch 0,5 oder 0,2% Kohlenmonoxid enthalten ist. Und hier waren es 3%. Nicht zum Vergleich für die Kamera noch. Es ist der Hauptanteil an Kohlenmonoxid ist nicht mehr nachweisbar, ist weg. Ist er jetzt weg oder nicht? Jetzt kommt die Chemie dabei und ein Dankeschön und ein deutscher Nobelpreisträger, denn diese Oberflächenkatalyse, die ist vermutet worden alle Zeit oder seit 1980, seit die Leute die Katalysatoren bauen. Unser Gerhard Ertl, Berlin Max-Planck-Institut, der hat diese Oberflächenprozesse seit den 80er Jahren versucht, mit Rastermikroskopie, mit Atomic Force-Geräten und so weiter nachzuweisen und hat nachweisen können, dass auf der Oberfläche von Platinkristallen sich die O2-Moleküle trennen in O-Atome. Und sobald ein CO-Molekül näher nimmt, zack, ist das O-Atom dran und ein CO2-Molekül verlässt den Katalysator. CO plus 2CO plus O2 gibt 2CO2. Wenn wir nur an dem Beispiel CO bleiben. Und Sie sehen auch hier wieder A, die Strukturchemie, mein Steckenpferd, dass man Gleichungen durch solche Modelle erläutert. Und Sie sehen die Leistung unseres Herrn Ertl, der allein den Nobelpreis dafür bekommen hat, dass er solche Oberflächenprozesse geklärt hat. Und Sie ahnen auch, was jetzt beim Döbereiner passiert. Nochmal, ich habe hier ja das andere Zeug, das ging. Ich gucke nochmal, ob die Wasserstoffentwicklung ausreicht. Ja, Sie sehen, es hat gebrannt, der Wasserstoff, und ich kann dann jetzt ist es wieder zu spät, die Flamme mit einem Stück Holz aus der Wasserstoffflamme rausnehmen und meine Zigarette anzünden. Auch H2-Moleküle trennen sich, O2-Moleküle auch und bilden dann H2O-Moleküle. Das ist die ganze oder ziemlich einfache Erklärung der Platinkatalyse. Und wenn wir noch ein Stück weitergehen, dann sehen Sie hier, man hat so einen Keramikblock, wie ich Ihnen gezeigt habe. Das Gas strömt durch den Block und Sie haben auch CO und NO-Gas. Und wenn Sie sich nochmal vorstellen, CO plus NO gibt CO2 plus N.
dann haben Sie mit einem Schritt 2 schädliche Gase vermieden. Bei Ottomotoren mit Normalbenzin, mit Superbenzin geht das. Diesel hat wieder Schwierigkeiten, die haben so einen Überschuss von Sauerstoff, wenn es gezündet ist, das Gemisch. Da können Sie nicht die Stickoxide reduzieren. Aber es gibt für Dieselautos den Kohlenmonoxid-Katalysator, der eben mit dem Überschuss von Sauerstoff das CO plus O2 zu CO2 macht. Und diese Vorgänge finden alle auf der Oberfläche von Platin-Kristallen statt. Hier nochmal deutlicher, also es soll eine ganz, ganz windige, wilde Oberfläche sein. Und überall, wo hier so kleine Markierungen sind, soll ein Platinkristall sitzen. Und auf dieser Oberfläche reagieren energiereichere Moleküle zu energieärmen Molekülen. Nicht? Das steckt auch dahinter. Die Energiebilanz ist immer so, dass die energiearmen H2O- und CO2-Moleküle entstehen. Hier hat die Eleni das nochmal für Schüler deutlich gemacht. Im Unterricht haben sie dann sogar eine Schnur genommen und sie entlang geführt und gezeigt, wenn ich sie strecke, die Schnur, dann ist die Schnur viel, viel länger als diese Entfernung, dieses Stück Washcodes, wie das genannt wird. Das heißt, ihnen wurde auch gezeigt, je größer die Oberfläche, desto wirksamer der Katalysator. Und die Idee, mit der die Eleni dann aus Dresden kam, ist folgende vom Hersteller Mazda, dass sie bislang immer Platin-Kriställchen hatten, die zusammengerutscht sind und größere Kristalle bildeten, die Hundreds of Nanometer waren, also keine Nanopartikel. Und jetzt haben die so lange rumprobiert, Nanopartikel herzustellen, nur several tens of Nanometer, dass die hängen bleiben auf der Oberfläche, da wo sie zufällig beim Anrühren des ganzen Breis gelandet sind und sich nicht mehr zusammentun, koagulieren, wie das hier oben der Fall ist, sondern wenn sie smaller than 5 Nanometer sind, schade, mein Strahl gibt den Geist auf, dass sie dann an der Stelle bleiben und im Grunde bei weniger Platinmaterial eine größere Oberfläche haben. Das ist wie ein Witz. Und deshalb sagte ich vorhin, vielleicht ist es jetzt günstiger, Katalysatoren zu bauen und man kann günstiger aus der dritten Welt dann den Katalysator liefern. Das wäre eine Möglichkeit, die Schüler über ein interessantes Gebiet, und ich erinnere mich, die Eleni war bei einer Frau im Unterricht und dann gingen die raus auf dem Schulhof, jeder hatte sein Moped, na jeder nicht, 3, 4 Leute hatten ihr Moped da und dann haben die das Moped aufgedreht und haben gesehen, wie Eleni mit der Probennahme zeigte, ja, 4-5% Kohlenmonoxid. Und dann das Auto laufen lassen, bis er heiß war, der Katalysator, 0% Kohlenmonoxid. Haben also sehr interessiert beim Thema Abgaskatalyse zugehört, weil es ihr Moped betraf und konnten sich dann so leidlich motivieren lassen, zuzuhören, wenn es um Nanopartikel ging, sodass sie wissen, dass eine ganz kleine Idee Nano in den Köpfen dann steckt. Und wenn man dann mehr Zeit hat oder ein Projekt macht, dann nimmt man die 3 Nanokoffer, die es gibt, googeln Sie mal Nanokoffer, es gibt 3 mögliche Koffer, in einem sind die Ferrofluide drin, dann sind da Lacke drin, Sie können ein Stück Holz in die Flamme halten, das entzündet sich oder macht die Oberfläche schwarz, dann lackieren Sie es mit dem Nano-Zeug und dann halten Sie es wieder in die Flamme und es ist brandgeschützt. Nicht? Oder eine Glasoberfläche, Sie nehmen Elektroden, Batterie dran, kein Strom, selbstverständlich, Glas ist ein Isolator. Dann bestreichen Sie mit irgendeiner Nanopaste und es wird leitfähig. Und diese ganzen Anwendungen werden in solch 3 Koffern gezeigt. Wegen der halben Stunde konnte ich die nicht mitbringen. Aber das sind dann so kleine Lehrerfortbildungen, die wir im Haus machen, wo die Lehrer eingeladen sind, diese Koffer kennenzulernen und zu entscheiden, ob sie sowas eben ausführlicher machen wollen. Hier war es nur die Idee, den Schülern den Begriff Nano an einer Stelle beizubringen, dass es noch etwas gibt zwischen Kristallen, die ich sehen kann, unter dem Mikroskop sehen kann. Wenn ich sie unter dem Mikroskop sehe, sind es mindestens 10 hoch 18 AU-Atome. Kleinere Kristalle kann ich nicht sehen. Aber es gibt sowas wie AU-55, AU-72, AU-95. Es gibt Nano-Gold- oder Nano-Platin-Kristalle. Wenn der Schüler dann allerdings fragt,
wenn ich die Dinger nicht sehen kann, wie kann ich denn darüber forschen? Dann muss ich ihm noch, ah ja, hier sind solche Aufnahmen, dann muss ich ihnen etwas von Raster-Tunnel-Mikroskopie erzählen, dann muss ich ihnen erzählen, dass diese Edelmetall-Nanopartikel beobachtet werden durch zwei neue Verfahren. Ich glaube, die kamen hier noch. Einmal ist es das Raster-Tunnel-Mikroskop, Scanning Tunnel Microscope, STM, weltweit genannt. Da ist es so, dass die Metallspitze die Oberfläche abtastet, scannt quasi. Die Spitze berührt dabei nicht die Probe, sondern es entsteht ein sogenannter Tunnelstrom, wenn diese Abstände nur 2-3 Atomabstände sind, dann fließt schon ein Ministrom, der dann verstärkt werden kann und der dann als bildgebendes Element dienen kann, um solche Aufnahmen zu machen. Und der Computer hält die elektrischen Signale konstant und dirigiert die Nadel dadurch auf und ab, um eben einen gleichmäßigen Tunnelstrom zu haben. Und durch dieses Ab- und Raufgleiten der Nadel kann ich über einen Verstärker und einen Computer ein Bild erzeugen. Ich habe also nie Nanopartikel gesehen. Manche sagen, wir können jetzt plötzlich Atome sehen. Es ist nur ein bildgebendes Verfahren, wie Sie das alle von diesen Tomographen kennen. Es ist auch ein bildgebendes Verfahren der Ärzte, in den Körper hineinzusehen, ohne das Mikroskop zu benutzen, das übliche, sondern solche Verfahren zu nutzen. Also, was sie auch betont hat, die Eleni, kein Foto. Oder es ist das AFM-Verfahren, wo tatsächlich eine Nadel über ein Material führt, so wie sie hatte die Idee, bei der Blindenschrift die Fingerkuppe über Signale geführt werden, um die Oberfläche abzutasten. Und diese kleine Blattfeder, die ist an die Spitze montiert und tastet die Materialoberfläche jetzt mechanisch ab. Und statt der Tunnelströme haben wir Anziehungs- und Abstoßungskräfte und ein Laserstrahl verfolgt dieses Anziehen und Abstoßen und durch die Bewegung des Laserstrahls in Verbindung mit Computeraufzeichnungen kann ich mir wieder ein Bild machen von der Oberfläche eines solchen Platin-Clusters, eines Kupfer-Clusters, eines Wolfram-Clusters. Solche Bilder haben wir jetzt zur Genüge und können natürlich durch solche Bilder auch das Teilchenmodell der Materie einführen und zeigen, Materie ist aus Teilchen aufgebaut. Wir können zwar keine Fotos machen, aber die Fachleute liefern uns bildgebend Aufnahmen, die zeigen, dass es einzelne AU-Atome, einzelne CU-Atome gibt. Ah ja, das war es dann schon. Und ich bedanke mich, Sie wollen alle den Abend genießen. Wir sehen uns morgen früh wieder. Auf Wiedersehen.